Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Max. Ja, ich habe den falschen Teenager. Hast du mit dem noch alle Fähigkeiten, die du erforscht hast, oder Also ich habe ja auch bist du? das komplette Inventar, also. Okay. Ja, wir haben uns jetzt fest vorgenommen, unten nochmal alles zuzumachen. Die Arschlochkäfer und diese ganzen Viecher gehen uns auf die Nüsse. Da wird jetzt schön hinten und vorne schön Ton dran geballert. Hier liegt nur ein Rucksack. Das ist meiner. Ich habe mich gerade umgebracht, damit ich den Teenager wechseln kann. Finger weg. Ah. Ich guck trotzdem nochmal. Oh, neuer Teenager. Wer bist denn du? Wo ist I'm Max? Willow. Willow Brandt. Ich mochte Max. Max war cool. He's dead. He's gone. He's dead. Ach, warte, meine Gasmaske lege ich ab. Warte mal, wir können ja auch, weil ich wollte noch mal gucken, was für unterschiedliche Basen wir sozusagen bauen können, bevor wir da mit dem Leben loslegen. Ja, was willst du denn gucken? Na, weil wir haben ja mittlerweile noch ein paar andere. So, wir können nämlich auch eine stabile hier Stängelgerüst machen. Stängelwand. Ja, aber wie stabil ist die? Hier steht nichts. Ja, dann bleiben wir beim Leben. Also, wäre cool, wenn ich das sehe, quasi, wenn hier irgendwie steht oder so ein irgendwas Messbares, so. Hat Ja, 50 HP, die hat aber es ist 100 tatsächlich HP. nur ein Gerüst, also so eine Unterfütterung sozusagen davon. Ne, wir haben ja auch eine Stängelwand. Ach so, Stabile, rustikale Mauer. die können wir dann ja so verkleidend noch davor machen. Dann machen wir erstmal das Lebenfundament und davor machen wir dann die rustikale Mauer, damit es schöner aussieht. Ja, das Lehmfundament ist ja dafür da, dass du ein stabiles Fundament hast, ne? So steht's hier. Aber wie stabil was ist? Keine Ahnung. Deswegen machen wir da noch die Stängelwand davor, damit es noch ein bisschen netter aussieht. Oder wir machen eine Seite Ton und eine Seite Stängel. Wir machen komplett alles gefüllt mit Ton, also komplett gefüllt. Und dann verkleiden wir das mit Stängeln. Dann brauchen wir aber viele Stängel. Dann brauchen wir auch viel Ton. Ja, viel Ton. Oh, was zu essen. Na, kannst nicht weg. Ach, eine Spinne ist da hinten auch, die höre ich. Eine kleine Arschlochspinne. Meine Gasmaske abgelegt gehabt. Ich hatte zwei Gasmasken. Okay. Hallo Plüsch. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte noch was zu essen mitnehmen und meine Trinkflasche auffüllen. Und dann gehe ich Lehm sammeln. Genau. Oh, wir haben ganz viel verdorbenes Fleisch. Also ja, das habe ich noch nicht rausgeworfen. Oh, ich habe gar. Ich muss mir noch eine Lampe machen. Uiuiuiui, das wäre jetzt blöd gewesen. Hallo Spinne. Sprössling, Saft, Seil und trockene Grasbrocken. Dumme Kuh.
Okay, ich muss ja was für einen Arbeitsschutz machen. Damit die Baustelle auch sicher ist. Ich muss die Spinne töten. Macht das. Weil die läuft ja direkt rum und sie kann uns dann schön von hinten Na, töten. das ist nicht nett. So, dann gehe ich mal Leben sammeln, ne? Do Haha. you need assistance? Alles gut. Okay. Die Spinne hakt hier irgendwo wieder, dann passt das und dann Oh, kann ich ich sie muss meinen Tee töten und rausnehmen. dein Teebeutelchen, ja. Hast du dich gerade geheilt, du dreckiges Scheißvieh? Aber die Spinnen und so, die spawnen hier echt schon wieder zu häufig für meinen Geschmack. Hast du zu Hause hier keine Ruhe? Es ist voll fuck. Müssen wir wohl mehr Fallen um unsere Heimatbasis rum aufstellen. Ja. Fallen ist auch eine sehr gute Idee. Ja, ich weiß. Ist meine. Hatte ich aber auch schon geplant, so. Nebenbei jage ich noch Essen. Das ist schön. Ich baue Ton ab. Dann brauchen wir auch viel, leider. Also. Hier ist ja einmal um die Ecke eine ganze Menge. Das ist ja ganz gut. Ich habe auch genügend Zeug mit, damit ich meine Schaufel reparieren kann. Ich habe auch schon 24 Ton. Ich weiß ja nicht, wie viel Ton wir für einen so ein Ding brauchen. Also ich habe jetzt, ja, also ich habe mir jetzt gedacht, wir ziehen die Mauer ein bisschen vor, weil ich habe ja da so, oh nee, dahinter meine ich, weil ich habe ja hier vorne schon Fallen gebaut und dann müsste ich ja die direkt abreißen, die beiden Fallen, da habe ich keinen Bock drauf. Wobei die eine falsch rum ist, aber egal. Ich baue dahinter und ich habe jetzt schon 50 Ton verbraucht. Und ich schätze mal, ich werde dann locker noch mal so 80 brauchen. Okay. Ich komme aber auch gleich Ton sammeln, also damit das schneller geht. Ich wollte mich nur hier, wollte nur noch die Spinnenteile Ja, dann loswerden. kannst du ja eigentlich direkt in den See gehen. Da ist ja auch recht viel Ton. Nur, dass du deinen Blubberblasenhelm aufsetzt. Na, das kann ich auch machen, dann gehe ich tauchen. Weil dann klauen wir uns sozusagen nicht das Material. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, oder? Na, okay, kümmern, mache ich. Hol ich hier meine Helmchen. Wo ist mein Helmchen? Ach, oben. Ups, Huch, was ist nein, das so. denn? Ich sehe Oh mein meinen Gott, was ist das Kinderarsch. denn? Geh weg. Hier ist ein Abfluss. Ein Abfluss. Ah, ist alles dunkel. Ah. Ist das Oh, ein. das, nee, das mache ich mit Dings. Taucherhelm. Oder du musst das machen. Ich habe jetzt gerade nämlich keinen Taucherhelm bei mir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Im Sumpf oder im Pfützengebiet im Nordwesten. Ah, ich komme gleich. Und ich glaube, das ist auch einer der Orte, die uns schon empfohlen wurden, dass wir da nochmal hingehen sollten. Aber ich bin gerade nicht zum Tauchen ausgerüstet. Ich denke mir, ist es besser, nicht rumzutauchen, wenn man nicht weiß, wohin und wie lange das geht.
Also, wenn man nicht entsprechend ausgerüstet ist. Hallo, Plüsch. Ach ja, ich muss ja noch Reparaturkits basteln. Hattest du gesagt, ja? Ja, habe ich aber schon wieder vergessen. Ach ja, dann brauche ich noch meinen Schnorchel, ne? Nee, den Schnorchel brauche ich ja gar nicht mehr. Nee, du hast deinen Blasenhelm. Schau, meinen, genau, Blasenhelm. Katze, wenn ich weg bin, dann liegt es daran, dass die Katze über meine Tastatur mal wieder gelaufen ist. Danke, Katze. Nur für den Fall, dass ich weg bin und ihr mich nicht mehr seht. Ich glaube, ich kontrolliere das einmal schnell. Nein, meine Aufnahme läuft noch. Ich wollte gerade sagen, ich sehe dich nicht. Im Spiel. Komisch, weil ich sehe dich. Ach, da hinten bist du. Ah, du bist am Sumpf. Achso, ja, genau. Dann zeig mir gleich nochmal den Eingang, dann komme ich zum Sumpf. Ja, warte, ich gehe da gleich hin. Alleine. Ich habe jetzt aber alles für den Landkampf weggelassen, ne? Also meinen Bogen habe ich mal rausgeschmissen, meinen Minzhammer, Pfeile, was ist mit dir los? Damit ich Platz habe. Bist du krank? Geht's dir gut? Nee, ich habe erhöhte Temperatur und weiß ich nicht. Meine Achseljucken. Ist das schlimm? Vielleicht musst du mal wieder duschen. Ich komme mir gleich dahinter, ey. Ich habe hier eine Axt. Ich habe eine Ameisenkeule. Ja. Jo, da rein. Ach, das hatte ich schon mal gesehen, aber da habe ich mich nicht reingetraut damals. Da ist es auch ganz dunkel geworden, auf einmal. Ach ja, Licht. Eins. Hä? Ich einsammeln. Das nicht, du. Doch. Und hier liegt noch ein Scap. Surge. Achso, ein Farbschema. Und noch ein paar Knochen. Und ich höre auf der anderen Seite so eine Laus. Ja, guck dich auf jeden Fall ganz, ganz ordentlich um. Ich glaube, wir haben schon so vieles übersehen. Nee, mehr einfach... ist ja nicht. Mehr ist ja nicht. Okay. Das war's schon. Gut. Ich glaube, wir haben einfach schon super viel übersehen, weil wir einfach zu schnell waren. Ich merke gerade, ich brauchte da nicht mehr Sauerstoff. Das ist jetzt locker geschafft. Ja, aber ich wusste ja nicht, wie lang das ist. Ah, alles gut. Haben wir jetzt auch. Check. Ich habe schon 84 Ton. Kann man irgendwo sehen, wie viel man von diesen Sachen schon gesammelt hat? Ah ja, hier. Dann müsste man sich das alles mal notieren, dann weiß man, wie viel man hat. Naja. Wie viel Ton hast du? 88. Böse Zahl. Ja, egal, ich sammle jetzt auch noch ein bisschen Ton und dann... Du kannst ja nach Hause gehen und die Mauer fertig bauen, die ich angefangen habe. Ja, ich gucke hier gerade noch, ob noch irgendwo Ton ist, den ich noch nicht abgebaut habe. Ich will hier den ganzen Sumpfton abbauen. Ich meine, der wird ja nicht schlecht, also... Ja, aber wenn ich noch Platz habe und schon mal hier bin, dann kann ich nur ein bisschen mehr abbauen. Hallo, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Du. Hey, du. Haha, getötet. Ich habe nämlich noch einen Platz frei, sozusagen. Und den will ich noch füllen. Und immer Augen auflassen wegen Koi. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, greift er einen nur an, wenn man ihn ärgert. Und dann aber sofort und brutal.
Ich trau dem nicht. Ich bleib einfach von dem Typen weg. Besser ist das. Außer ich habe eine Harpune dann. Oder ein Flammenwerfer. Ich weiß. Ja. Eine Gatling Gun wäre auch cool. Oder so ein großes MG. Funktionieren die unter Wasser? Bestimmt nicht. Dann ein MG Harpun Gewehr Dingensbummens. Nur ganz kurz für kleine dumme Mathildes. Machen wir nur eine Steinmauer oder füllen wir das so richtig? Also, das Füllen war deine Idee. Also, ich habe mir gedacht, wir müssen es nicht unbedingt füllen. Wir müssen ja einfach nur außen eine Mauer haben, quasi. Und daneben können wir ja gerne die Fallen bauen, die du auch schon erwähnt hast. Weil wenn du das füllen willst, da bist du sind wir ein paar Folgen dabei. Jo, Beschäftigungstherapie, ne? Das muss jetzt aber nicht sein. Ich will einfach nur, dass die dann nicht spawnen und dass die einfach sich verpissen. Irgendwie ist das hier doof mit dem Hinstellen. Das geht gar nicht richtig. Spinne. Also irgendwie kann ich die Lehmfundamente nicht so wirklich platzieren. Warum das denn nicht? Keine Ahnung, weil es bei mir mal wieder rumbuggt. Ja, warte, ich komme. Nee, es war auch schon so ein bisschen buggy. Es ist, muss nicht unbedingt du schuld dran sein. Das ist ausnahmsweise mal nicht deine Schuld. Was heißt denn das? Warte, ich komme nach Hause. Bisschen Ton. Ich glaube, diese eine Falle ist hier einfach doof im Weg. Ja, zur Not reiß sie ab und dann bauen wir da noch eine neue Falle und tutti, alles gut. Ist echt doof gebaut. Wer hat die denn konstruiert? Ja, man hat irgendwo angefangen. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass die nicht von beiden Seiten... Ah, das Problem ist, dass die nicht auf einer Seite angefangen und dann rübergezogen wurde, sondern irgendwie auf beiden Seiten angefangen wurde. Nee. Aber die hintere müsste auf jeden Fall gehen, obwohl das hier auch vorne komisch ist. Sieht komisch aus. Ich meine, zur Not reißen wir das hier vordere ab. Der hintere Teil ist jetzt der neuere. Das sieht aber komisch aus, was hier passiert ist. Den habe ich so nicht weitergebaut, oder? Nee. Komplett abreißen und neu bauen? Nee, komplett nicht. Würde ich nicht machen. Ich eigentlich nur den vorderen Teil. Ich würde fast sagen, wir reißen den rechten Teil ab und lassen den linken stehen. Warum haust du dagegen? Drück doch einfach X. Ach, das war das, was ich gerade gesucht habe. Danke. Hä? Das hängt hier irgendwie blöd in der Luft. Warte, erstmal sammle ich den Ton hier ein. Mein Ton. Also alles, was hier irgendwie komisch und schief ist. So. Also den hinteren Teil habe ich neu angefangen hier.
Das ist komplett new. Ja, aber das hier, diese Ecke ist komisch. Weil hier nur so ein halbes Ding drunter ist, weißt du? Ja, das meinte ich, das habe ich so nicht gemacht. Ja, so ist richtig. Oder? Ja, so sieht's besser aus. Ja. Nee. Achso, du willst also dick machen. Okay, okay, okay. Oh, was? Ah, das ist ein Kackwurm. Wobei hier auch wieder eine so komisch rausguckt. Genau, danke. Das ist eine schöne Mauer. Ach, wird die schön. Ach, wird die schön. Toll. Wobei hier eine Lücke kannst du auch eigentlich. Können wir auch noch was machen. Moment. Wenn oh, ich muss was trinken. Ach, ich wollte ja was zu essen draufpacken. Ich hab Hunger. Und Durst. Ich hab hier auch mal eine Laus drauf gemacht, ne? Dankeschön. Na komm, brate schneller, ich hab Hunger. So, deine Laus ist auch fertig. Cool, jo. Und die Sonne geht auch wieder unter. Verdammte Kacksonne. So, mir fehlen 4 Dinger und dann ist die hier fertig auf der Seite. Ja, ich, toll. Ich hab die 4 Dinger, aber ich muss einmal rumlaufen. Hm. Ich kann auch noch was auf den Grill schmeißen. Miep, miep. Und dann können wir hier die Stängelwand anfangen. Dann haben wir beides. Und dann gucken wir, was besser hält, oder wie? Richtig, aber hier zwischen ist irgendwo noch was nicht fertig. Doch, da jetzt. Ich komme dran. Super. Ja, du kannst ja die Stängelwand schon mal machen und die Graswand abreißen und ich baue vorne Fallen. Okay. Und da müssen wir ganz viele Stängel suchen. Ganz viele Stängel? Genau, Stängel. Na gut, dass hier ein paar Stängeln bei uns in der Gegend rumstängeln. Ja. Ich habe auch so das dumme Gefühl, hier ist alles so schräg und man kann sie gar nicht aufstellen, so eine Kacke. Eieieiei, das sind aber viele Stängel. Doof. Ich will hier das haben. Verdammte Kacke. Die Stängel sind genau auf der falschen Seite. Deswegen transportiere ich erstmal die Stängel her. What do we have lurking around? Und dann. So, aber das hier baue ich erstmal alles weg hier. Verpiss dich. Hier kommt ja ab und zu noch so eine Kackspinne. Und die wird sich hier verkriechen.
Oh, hier kommt eine Lücke hin. Das gefällt mir nicht. Was kommt denn nicht? Ah, ich meckere gerade ein bisschen mit mir selber. Damit, weil das nicht so läuft in der Planung, wie ich möchte. Jetzt muss ich mein Setup wieder ändern. Wobei ich das Unterwasser durch auch nicht brauche, wenn ich hier auf dem Land mich bewege. Welchen Tag haben wir heute überhaupt? Inwiefern? Meinst du jetzt so Realtag? Ja, wann das Spiel raus, also das Spiel, sag ich, das Video rauskommt. Dienstag. Datum? 8.12. Okay. Oh, so. Sehr schön. Jetzt muss ich da nur noch die Stängel dran stängeln. Warum? Ich wollte schon mal Bescheid geben, dass ich am 10. Wenn alles gut läuft, abends keine Zeit habe. Warum nicht? Cyberpunk. Achso. Dann punke ich hier mal rum. Und Cyber rum. Müssen wir wohl vorher die Aufnahmen machen. Ja. Ich wollte nur schon mal Bescheid geben. Und hier ist ein Loch in der Mauer. Ja, dann entloche es. Würde ich gerne, aber ich sehe nicht mehr. Na, egal. Sieht schon gut aus. Hier auch noch. Zack. Egal. Ach, jetzt habe ich die Fackel nicht mitgenommen. Fuck off. Und ich muss hier immer einmal komplett rumlaufen. Meh. Hast du schon zwei Ausgänge? Kannst du runterspringen? Nee, ich muss ja immer unten rum. Ich bin ja unten. Ich arbeite unten. Ich mache ja gerade den zweiten Stängelausgang zu. Du machst die Stängelwand. Genau. Ach, ich hab's in dem Inventar gehabt. Oh. Alter. Scheiß Fackel im Inventar und übersehen. Ach, Knuddelpups. Ey, für solche Ausdrücke töte ich dich. Du tötest mich auch so. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Tötest Komm ja nicht hin, da, du. Oh, warte mal. Und ich baue so eine schöne Spinne. Stängelwand. Oder? Ah, ne, Kriegerameise. Okay, alles gut. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Du tötest mich so oder so. Hatten wir schon mehr als einmal. Du rennst einfach in meine Schrotflinte rein oder so. Das ist einfach so. Ich habe jetzt mit, Montro, haben wir für uns mal Hell to Lose gespielt, so ein Kriegsspiel. Und da saß mal ein Panzer und ich habe dann die Waffen gesteuert und Montro ist gefahren. Und in dem Spiel musst du mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und die Infanterie rennt dann, warum auch immer, einfach aus von links auf die Straße, wo ich stehe. Ich nehme die Straße unter Feuer. Und die laufen einfach da ins Feuer rein, in mein MG-Feuer, und dann beschweren sich über den Chat, Idioten, kannst du nicht mal aufpassen beim Schießen? Ey, wenn ich da rumrotze, mit meinem Maschinengewehr da, das hat einen übelsten Streufaktor und die Infanterie reinläuft, das ist doch nicht meine Schuld. Aber das war ja nicht nur der einzige Doofe, der da reingelaufen ist, es waren ja mehrere. Aber weißt ja, wie es ist, ne? Wenn mehrere denselben Fehler machen, sind sie nicht schuld.
das stimmt. Obwohl ich zugeben muss, mit meiner Haubitze, da habe ich auch ein paar Leute mal von meiner Seite getötet. Aber ich musste ja auch erstmal ins Spiel kommen. Ich kann mich daran erinnern, dass du auch mehr als einmal unter Friendly Fire gestorben bist. Ja, das ist cool. Zumindest hast du mir das erzählt. Ja, nee. Du kannst ja auch da mit 3 Mann so eine Artilleriekanone bedienen. Und du schießt ja nicht perfekt. Wenn die Infanterie zu nah ist, und ich war in dem Fall zu nah in dem Gebiet, man hat sich nicht abgesprochen, und dann kriege ich auch mal so ein bisschen was von oben ab. Ist natürlich im Augenblick nervig, weil du verreckst, und dann kannst du nochmal, oh, hier liegt was Totes. Cool. Kann ich essen. Klingt komisch, ist aber so. Das klingt ein bisschen nach Aasfresser. Ja, aber das war ein Laus und die sah noch gut aus. Ja, ich habe jetzt auch mal spontan eine Made ausgebuddelt. War hier nicht mal ein Löwenzahn? Ach, ja, die habe ich ja abgebaut. Da waren sogar 2 Löwenzahn. Scheiße. Wo ist jetzt hier? Ich brauche Löwenzahn. Ja, ich auch. Ich gucke gerade. Vielleicht haben wir ja noch was in unserem Stängelvorrat. Da werden wir bestimmt was haben, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Das glaube ich auch nicht. Oh, unser Dörrfleischregal ist voll. So, jetzt ist die Frage, wo ist kräftiges Unkraut bzw. Löwenzahn? Ja. Also wir haben hier noch eine ganze Menge Stängel. Oh, eine Feder, die sich bewegt. Oh, ich dachte mir gerade, was ist das für ein neues Vieh? Das war eine Ameise, die an so einer Feder hängt. Und die Feder war nach oben gerichtet. Das sah ganz komisch aus im Dunkeln. Trocken im Gebiet war doch, glaube ich, immer viel Stängelalarm. Wo laufe ich denn überhaupt hin? Wenn ich jetzt durch Friendly Fire sterbe, ist okay. 5 Stängel brauche ich noch. Ach, hier liegen noch welche. 1, 2. 2 lagen hier schon mal rum. Ich brauche noch 5. Ja, ich brauche noch mehr. Ach, hier haben wir schon mal Stängel abgearbeitet. Hier sind noch 3, die schon mal kaputt sind. Schade. Aber 1, 4. 1, 4. 6. Du zählst ah, guck mal. Super. Ja, ich auch. Finde ich auch. Aber hier liegen noch 1 Stängel, okay. Ich habe 8. Hier liegen noch 1 Stängel. Ah, Stinkpanzer. Und da ist ein Stängeldings. Bei der dummen Stinkpanzer. Das finde ich jetzt wirklich uncool. Genau die meine ich. Oh, hier bei mir ist ein Löwenzahn. Auf meiner Position. Wo bist du denn? Da. Ich warte hier. Ich mache mal Licht aus. Ja, ich laufe mal an den Stinkwanzen vorbei. Oh, Kriegerameise. Die jagt dich doch nicht, oder? Wer? Die Kriegerameise. Nö, die war tot. Oh, das Unkraut. Ja, hier bei mir auch. Ne, bevor ich jetzt weglaufe. Alles gut. Ja, ne, ich habe hier kräftiges Unkraut gefunden. Alles gut. Nee, die Stinkpflanzen haben eine Kriegerameise getötet und ich habe die einfach mal eingesammelt. Ja, prima. Danke, Stinkpflanze. Die können auch nett sein anscheinend. Ich will auch so eine Kriegerameise reiten. Was denn? Das wird bestimmt voll cool. Ja, das war wirklich sehr cool. Und da macht man sich, wie heißen die Dinger noch, einen Tjoststab oder so? Mhm. Dann können wir Tjosten. Wenn wir es falsch aussprechen, schreibt es in die Kommentare. Eine Lanze. Ja, Lanze ist ein besseres Wort. Das kann man besser sprechen. Tjoststab. Ich weiß, das hieß doch irgendwie so. Ich glaube, es heißt tatsächlich nur Lanze. Nee, ich glaube neben nicht. Warte mal, wo ist mein Handy? Ich will das jetzt wissen. So. Die Stängelwand ist fertig. Und die sieht wirklich ganz nett aus, muss ich sagen. Ja. Wie viele Reserven hatten wir denn noch? Nicht so viel.
Aber ich habe jetzt noch ein paar und die packiere sie wieder auf dem Reservestapel. Ich habe nur einmal vom Reservestapel was runtergenommen. So. Aber während das läuft, kann ich ja nochmal mir unseren Turm weiter anschauen. Und ich habe hier gerade was eingegeben und dann kriege ich was aus Ritter aus Leidenschaft. Oh, Ritter aus Leidenschaft. Ademar muss im Tjost gegen Sir Colville antreten, bla bla bla. Ich glaube, Tjost war eher diese Veranstaltung, gell? Ja, Tjosten heißt das, wenn man mit diesen Lanzen aufeinander zureitet. Ja, doch, ich habe ja gesagt Tjoststab. Keine Ahnung, woher ich das habe. Wahrscheinlich von Conan. Ritter aus Leidenschaft. So ein schöner Teenie-Film. Run back the shadows and turn away the inky depths of the night. Kennt doch heute keiner mehr. Ist doch alt. Ach, Kinder, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Er ist so kitschig. Und ja, kitschig beschreibt diesen Film perfekt. Aber er ist schön kitschig. Schreibt doch mal in den Kommentaren, ob ihr den geguckt habt oder ob ihr den kennt. Ritter aus Leidenschaft. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn mal und schreibt dann in den Kommentaren, wie ihr ihn fandet. Ameise, ich will diesen Löwenzahn umhauen und ich will keinen Stress mit dir. Hier sind viel zu viele deiner Freundinnen. Ja, wir brauchen noch Saft. Saft. Saft, gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Okay. Und hier hinten brauche ich auch noch Stängelparty hier. Hey, Ameisen, nimm meine Stängel nicht mit. Hast du noch welche? Einen habe ich noch hier liegen, ja. Aber hier ist noch ein Löwenzahn. Dann komme ich zu deiner Position. Oh, zwei Löwenzahn sehe ich. Zählt's aber auch komisch. Oh, ein Löwenzahn. Oh, zwei Löwenzahn. Ja. Und? Problem damit? Nö, alles gut. Umgeboxt? Nein. Wo ist denn der? Nicht blind? Hier ist ein Löwenzahn. Ja. Und hier ist auch ein Löwenzahn. Perfekt. Danke. Bitte. Da lang. Blöp. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich verstehe. Das ist gut. Und ja, ich weiß, wenn Heinrich sagt, ich verstehe, bedeutet das eigentlich, dass er nichts versteht. Ich verstehe. Seht ihr? Versteht gar nichts. Dann komme ich mal gleich und guck mir deine Stängelwand an. Wollte ich gerade sagen, du hast ja noch gar nicht meine tolle Stängelwand angeschaut. Nee, weil ich hier mit dem Fallen beschäftigt bin. So, dann mache ich mal hier Mauerbesichtigung.
Sieht richtig schick aus. Ja, ne, finde ich auch. Also gefällt mir besser als die scheiß Fundamente. Das sieht irgendwie stimmig aus. Ja. Finde ich auch. Ich finde, die sieht wirklich ganz nett aus. Ja. I mean, this is probably what bottled water is. Jetzt stellt sich nur die Frage, was hält länger? Na gut, ich habe bei mir jetzt noch ein paar Fallen aufgestellt. Ich brauche immer noch Stängel und Saft und was weiß ich nicht alles. Wir werden es beim nächsten Arschlochkäfer sehen. Oh. Ja, der rennt ja eh immer nah an der Basis vorbei. So eine Stängelladung hätte ich gern noch. Ameisen, helft mal mit. Oh, so ein Ameisenlastentier. Weißt du, so wie ein Esel. Ja. Ein Ameisenflammenwerfer. Oh, hier sind drei. Drei. Hey, lass die Stängel mal liegen. Das wäre cool. Oder Harakiri-Ameisen. Dann machen wir einen kleinen Sprengsatz dran. Lassen die zur Arschloch-Käfer rennen und dann. Um. Harakiri-Ameisen. Oder was wäre auch cool, wenn man so eine ganze Rotte Kriegerameisen befehligen könnte. Oh so. Ja, das wäre cool. So 10 Kriegerameisen so wie und dann. Attacke. Genau, wie Ant-Man, genau. Das wäre geil. Das wäre sehr geil. Richtig geil. Super geil. Super geil. Löwenzahn. Super geiler Löwenzahn. Es ist gar nicht so leicht, hier noch vernünftig weiterzubauen gerade. Wieso? Alles voll oder was? Nee, das setzt irgendwie die Wände immer ganz doof. Wie muss ich die Wände setzen? Hat der letzte Mal auch immer gut geklappt. Oh, die Sonne geht auf, Licht aus. Ich glaube, wir können auch einen Break machen, oder? Ich will ihn aufstellen, dann machen wir mal einen Break. Okay. Was auch nervig wäre vielleicht für die Gegner, wären so Fliegen, wenn man so Fliegen auf die Gegner hetzen könnte. Ja. Ich meine, die machen keinen Schaden, aber die nerven. Da wären die Bilben voll praktisch. So mini, so eine kleine Mini-Milben-Armee. Das wäre toll. Und stimmt, so einen Harakiri-Käfer haben wir ja schon. Dieser verseuchte. Stimmt. Weevil? Ja. Ein Rüsselkäfer, ja, Weevil. Rüsselkäfer, genau. Wenn man den halt befehligen könnte. Hier, dahin und. Kravum. Ja. Hm, zwei Stängel brauche ich noch, verdammte Axt. Dann komm doch mal zu mir hoch, ich habe hier noch welche. Wir können ja immer wieder welche bauen. Ach, hier sind ja auch noch welche. Stängel, Stängel haben wir, okay. Ich meine, das wächst ja wieder nach und wenn es nachgewachsen ist, dann können wir es ja. Wo hast du welche? Komm, komm. Also oben brauchst du ja selber. Ja, du brauchst doch nur zwei. Na gut, danke. Dann mache ich die noch und dann machen wir einen Break und okay. Ja. Ich folge dir mal unauffällig.
falscher Ausgang. Verdammt. Was denn? Das sind ja Stängel. Ja, da sind noch Stängel. Egal, die brauchen wir. Die verballern wir ja eh alle hier immer. Wir bauen ja immer irgendwas und dann... Eben. Stängel werden nicht schlecht bei uns. Hier, irgendwer braucht da noch Stängel. Ja, der braucht Saft. Ja, Saft brauchen sie alle. Seil? Hier. Oh, okay. Guck mal, ich habe noch zwei Seile. Saft. Hier läuft immer die Spinne rum. Und dann könnte man sich hier hochstellen, die töten. Und ich weiß nicht, ob die von der Seite kommt, aber ich weiß, dass sie manchmal da abhaut oder in die Ecke geht hier. Mhm. Und dann, ja. Scheißnervige Viecher hier in der Ecke. Oh, ich sehe auf der Rückseite davon ist auch nochmal Unkraut. Oh, das ist voll Unkraut. Ich sehe hier zwei Unkraut direkt auf der anderen Seite. Unkraut ist so nah. Hm. Jetzt ist Unkraut. Direkt vor dir die Pflanze? Ach so, die kann man auch hacken. Ja, das ist das Unkraut. Aber ich war noch nie Unkraut hacken. Ja, so viel dazu. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und ja, dann bleibt gesund. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Genau, das war's, was ich gesucht habe. Liken, kommentieren. Genau. Ciao. Tschüss.